Warum ist es eigentlich so wichtig, dass da steht Guillermo del Toros Pinocchio? Naja, gewisse Ideen von Filmemachern sind einfach sehr mit ihnen persönlich verlinkt. Siehe Justice League, Zack Snyder's Cut. Dieser Pinocchio hier ist anders, auf allen Leveln. Und er ist besser als viele, viele andere Verfilmungen auf allen Leveln. Nach dem etwas doch gefühlskalten Pinocchio als Realfilm von Disney in diesem Jahr kommt schon wieder die olle Holzpuppe vorbei. Bei Disney war ja zuletzt ein bisschen der Wurm drin, das ist nie gut bei Holz. Hier ist Herz drin, nämlich das von Guillermo del Toro. Zum Glück. Seine Pinocchio-Version ab sofort auf Netflix. Mehr dazu jetzt. Willkommen in der Filmfabrik. Von meinen vielen Wanderungen auf dieser Welt gibt es so viel zu erzählen. Von nicht vollkommenen Vätern und nicht vollkommenen Söhnen. Es ist schon einigermaßen verrückt, dass in diesem Jahr gleich zweimal der alte Lügenbaron und sein Meister Eder aka Geppetto ausgegraben werden. Und es wurde ja nun wirklich schon oft versucht. 1940 hat es Disney gemacht und seitdem glaubt die Menschheit gefühlt an diese eine Pinocchio-Version. Wie so eine heilige Version. Weit über 100 Verfilmungen und Adaptionen aller Art gibt es aber mittlerweile, die gelistet sind. Eine solche wie von Guillermo del Toro allerdings noch nicht. Zumindest nicht von denen, die ich gesehen habe. Es wird düster, es wird ernster, es wird tragisch. Das Grundgerüst bleibt aber im Groben das Altbekannte. Aber schon früh im Film merkt man, hoppla, das kenne ich von Disney ja gar nicht. Klar, weil das hier nicht so sonderlich familientauglich ist. Und von Verlust und Liebe. Del Toro wagt es aber, das so zu erzählen. Naja, was heißt wagt es? Er tut es einfach. Die geschundene Seele von Geppetto zum Beispiel wird erklärt, auf tragische, sehr rührende Weise. Der Erste Weltkrieg spielt dabei und im Verlauf des Films tatsächlich noch eine sehr große Rolle. Und weil man den kleinen Pinienholzjungen jetzt in diese Zeit pflanzt, ist der Ton und die thematische Neuausrichtung ja quasi schon vorprogrammiert. Die Geister vergangener Tage, weiß ich, mischen sich selten in die Menschenwelt ein. Ab und zu, aber doch. 13 lange Jahre lang hat Guillermo del Toro an diesem Film gearbeitet. Konzeption, Vision, dann irgendein Studio finden, das den Film aber auch haben will. Und vor allem sein Clou, es ist ein Stop-Motion-Film. Heißt, kleine, echte Figuren werden Bild für Bild so minimal verändert, dass die Aneinanderreihung der einzelnen Bilder dann einen flüssigen Film ergibt. Seltene Machart mittlerweile in der heutigen Zeit der fotorealistischen Animationen, Performance Capture und CGI-Gewitter. Aber allein dieser Style gibt diesem Pinocchio so viel Herz, so viel Emotion, so viel Spezielles, dass es für mich eigentlich schwer war, mich erstmal dieser Faszination für die Optik schon mal zu entziehen. Damit meine ich aber auch sämtliche Figuren, aber eben auch die Settings, in denen das alles spielt. Es ist super. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Vielleicht glaubt ihr sie zu kennen, aber ihr kennt sie nicht. Die Geschichte. Was Mimik, Gestik und so die wortwörtliche Oberfläche der Figuren angeht, ist das alles schon so anders. Vieles sieht aus wie wirklich irgendwie aus Holz geschnitzt. Und in dieses Setting hätte ein kunterbunter Pinocchio à la Disney halt auch niemals reingepasst. Jetzt aber tatsächlich erstmal Schluss mit den Querverweisen und Vergleichen, denn dieser Film hat erstmal alles, was man bei Pinocchio generell vermutet und auch sehen will. Es wird jede Menge gesungen, die einzelnen Storystränge sind grob da. Figuren wie Cricket, Geppetto, die Fee, dieses Puppentheater, alle mit dabei. Manche Figuren tauchen dafür allerdings dann auch gar nicht auf. Viel wichtiger aber eben der Fokus auf diese Neuerzählung. Ich finde die Vater-Sohn-Geschichte wahnsinnig rührend. Wie Geppetto als Figur einfach an Tiefe gewinnt. Wie sehr Pinocchio auch unter diesem Schicksal von Geppetto dann zu leiden hat. Und die Reise, die Pinocchio dann eben antritt. Es ist eine wirklich neue, rührende, tiefe Story. Beachtlich, beachtlich. Del Toro gegen den Rest der Pinocchio-Welt. Und manchmal merkt man dann eben doch, wenn ein Filmemacher wie Guillermo del Toro sein Herz so sehr an ein Projekt verloren hat, wenn so viel Passion drin steckt, dann sieht und spürt man es eben auch im Endergebnis. Der hölzerne Junge mit der geborgten Seele. Werde sein Sohn. Erfülle seine Tage mit Licht.
Wir haben hier also eine total ergreifende Neuausrichtung, finde ich zumindest. Ich liebe diesen Pinocchio, ich liebe dieses Schicksal tatsächlich in irgendeiner Weise von Geppetto, dem bin ich verfallen. Ich staune über die Einflechtung inhaltlicher Aspekte wie Leben und Tod, Krieg und Frieden und komme wirklich auf die Brillanz der Animation nicht so richtig klar. Natürlich ist das anders und als Disney-Ultra-Fan mit Pinocchio-Bettwäsche zu Hause gibt es wahrscheinlich Leute, die sagen, was zur Hölle habt ihr denn da aus meinem Holzjungen gemacht? Aber mich hat das wirklich gekriegt. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Ich glaube, da kann man drüber streiten, aber generell hat mich dieser Film gekriegt. Guillermo del Toro's Pinocchio, ab sofort auf Netflix. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, ihr bleibt gesund. Kommt gut durch dieses Restjahr. Frohes Fest schon mal. Tschö und Peace.